Leute, und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Rise of the Tomb Raider, Baba Yaga, DLC. Und, wir wollten ja... Das Erste, was ich machen werde, ist natürlich das Outfit wechseln. Die Helden nach der Porsche. Ich weiß nicht. Ich könnte ja auch die alten Outfits nehmen, ist klar. Aber irgendwie will ich das nicht. Infiltrieren. Nehmen wir das. Holy crap, wir haben einiges zu tun. Dann teleportieren wir uns mal dahin. Ladebildschirm, da weiß man nie, was man so als Let's Player sagen soll. Es ist mir auch schon bei anderen Let's Playern aufgefallen. Okay, Nadja, ich bin zurück bei der Anlage. Hast du einen Tipp, wo ich suchen soll? Okay, okay. Zuerst die Samenkapsel. Die Blumen wachsen in den Höhlen in der Umgebung. Es sind nie genug, um dich krank zu machen. Da solltest du ohne Gefahr welche davon sammeln können. Die Lebern sollten einfach sein. Die Hirsche dort fressen diese Blumen. Du musst sie also nur aufspüren. Wegen des Insektizids habe ich eine Idee, wo wir etwas davon finden können. Großvater hat mir beigebracht, Russisch zu lesen. Ich gehe gerade alte Ausrüstungsverzeichnisse durch, um zu sehen, wo sie es aufbewahrt haben. Ich sag Bescheid, wenn ich es gefunden habe. Okay, dann werde ich jetzt die anderen Vorräte sammeln. Das wird ja kein Problem sein. So, was ich sagen wollte, mir ist es auch bei anderen Let's Playern aufgefallen, dass sie während der Ladezeiten wirklich manchmal einfach gar nichts sagen, weil was soll man berichten? Es passiert nichts in Ladezeiten und gibt mir euer Fell. Okay, sorry an alle Tierschützer, aber ich habe mich nur selbst verteidigt. Aber das ist auch ein Fehler des Spiels, Wölfe greifen da nie an. Wird nie vorkommen. Das sind die Blumen. Jetzt brauche ich die Samenkapseln. Dass das halt in Gebieten teilweise stattfindet, wo ich schon mal war. Oh nein, das ist eine Krypta. Wir müssen jetzt die Krypta durchlaufen, um was zu finden. Lara, das hier willst du sicher hören. Ich halte dich rein. Team Bravo wird noch vermisst. Seit dem Notruf haben wir keine Übertragungen mehr bekommen. Wir müssen ein Rettungsteam losschicken. Beendet die Patrouille bei der Sowjetanlage. Also 1, 2, 3... What the fuck? Such die Spur des einheimischen Mädchens aufzunehmen. Sie hat was mit dem Verschwinden von Bravo zu tun und wir brauchen mehr Infos, bevor wir weitere Leute reinschicken. Verstanden? Kannst du dich in Sicherheit bringen? Ich
bin in einem alten Unterschlupf und habe draußen Seilfallen aufgestellt. Im schlimmsten Fall gibt es einen Tunnel, durch den ich fliehen kann. Aber ich muss die Liste noch fertig sehen. Ist das normal für dich, Lara? Ich bin das nicht gewohnt, also dass man mich umbringen will. Ich glaube nicht, dass man sich daran gewöhnen kann. Also, pass auf. Ja, für Lara ist das zumindest seit dem Tomb Raider normal. Aber ich find's toll, dass sie mal die Geschichte von Tomb Raider mal so ein bisschen erläutern. Nicht dieses, Lara geht einfach auf eine Mission und fertig. Nee, so richtig Vorgeschichte. Finde ich richtig nice gemacht und es wird wahrscheinlich ja in einer Trilogie enden. Das heißt, es endet halt mit dem Ende von Trinity im nächsten Teil. Und mal sehen, was danach kommt. Also ich bin für jedes weitere Tomb Raider in dieser Art, ja, ich würde sagen, ja, immer her damit. Ich bin leider kein so großer Fan von den alten Tomb Raider Teilen, also die ganz alten, die sind mir zu alt. Kann ich mit nichts anfangen. Weil die Steuerung veraltet und so. Und wenn man alle nochmal mit richtig guter Steuerung rausbringt, auf jeden Fall würde ich sie mir dann holen. Aber Tomb Raider 1 und 3 mit der Steuerung, die sie damals waren. Anniversary ist ja Teil 1 mit besserer Steuerung. Den würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal geben. Gib mir den Kopf! Ich bin hinter dir! Unter Beschuss. Warum? Alter, du willst mich doch verarschen mit deinem Flammen. Warum laufen hier so viele Leute mit Flammenwerfer rum? Recht, das stimmt, jetzt kann ich so. Das habe ich ja fast nicht gemacht. Und oh nee, ich brauche dafür wirklich diese Schrauben, das ist scheiße. Weil die brauche ich ja immer zum Upgraden meiner Waffe. So, hier ist noch eine Höhle. Falsch. Nur doch nicht. Ich habe alles nur das hier noch nie erforscht. Wolf, komm wieder zurück! So, jetzt müssten hier deutlich weniger Sachen gezeigt werden. Ja, hier Schleber. Das heißt, meine Bogenkünste sind wieder gefragt. Ich will den ja auch ins Herz schießen.
aufgrund einer Trophäe, die es ja noch gibt. Ich laufe hier verkehrt. Aber ich sehe auch die ganzen Baba Yaga-Dinger nicht mehr. Dann muss ich mich auf mein Glück verlassen, dass ich einfach hier so dort antreffe. Was war das? So, wir müssen jetzt auf jeden Fall uns mal diese Musik. So. Das ist ja auch noch eine Trophäe für. Hier ist noch einer. Wirklich? Noch einer? Ach komm! Ah, sie duckt sich immer noch. Nein! Alter, ist es jetzt despawned, weil ich zu langsam war? Okay, dafür ziehe ich mir jetzt eine andere Rüstung an. Denn mit dem Sperber soll es leichter sein, um hier ranzukommen. Waffen-Upgrades machen. Wo haben wir sie da? Weitaus mehr Shotgun-Munition angehalten.
Ich hasse es, nach zwei Schüssen nachzudenken. Och, come on! Okay, dem kann ich nicht ins Herz schießen. Ha. Aber das ist ja auch nur ein Kaninchen, wir brauchen Rehe. Und jetzt laufe ich hier erstmal runter. Vielleicht muss ich so eine bestimmte Route laufen, damit ich eher eine Chance habe, sie zu treffen. Die auf Rehe hinweist. Muss das in diesem Gebiet zu fangen sein? Soll ich das Gebiet mal ändern? Auch wo es halt kaum Gegner gibt. Aber hier gibt es eindeutig wenig Rehe. Ich will mal was gucken, ob es... Wenn ich jetzt hier so rauszoome? Nee. Hier gibt's die nicht, okay. Man kann sie wirklich nur hier finden. Oh, dann haben wir den letzten Part damit verbracht, Rehe zu jagen. Hat auch was Schönes, ne? Rehe sollen sich auch mal zeigen. Na gut, ich renne hier durch die Gegend. Ist klar, dass das... Was willst du? Ein frisches Reh schießen. Toll.
wollte Rehe treffen und traf Wölfe. Super. Alter, wollt ihr mich verarschen? Rehe! Nur Hoppelhäschen? Ich will aber keine Hasen erschießen! Ich will ein Stück saftiges Rehfleisch! Das ist noch der alte, den wir gesehen haben. Das alte Reh. Genau, rennen wir nochmal da runter. Das kann doch nicht sein. Das ist kein Respawn. Ernsthaft jetzt. Das Spiel hätte eine höhere Spawnrate, was Rehe anbelangt, machen können. So dass die wirklich öfter mal hier rumwuseln. Kommt mir im Moment so vor, als wären wir überhaupt kein Bambi. Wird das ins Herz geschossen eigentlich? Diese Chemikalie aus Großmutters Papier. Phenothiazin. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Sie haben sie in den unteren Stockwerken des Kupferwerks aufbewahrt und damit im Sommer die Termiten bekämpft. Bist du sicher, dass es diese Chemikalie ist, Nadja? Ich bin sicher, dass es die Chemikalie aus Großmutters Rezept ist, aber ich weiß nicht, ob man sie gefahrlos trinken kann. Das werden wir wohl rausfinden. Ich gehe jetzt dorthin. Wohin? Ah, okay. In das Lager. So, meine Damen und Herren. Aber ich würde mal sagen, dass das auch schon das Ende des Parts ist. Wie es weitergeht, erfahrt ihr dann im nächsten Part. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Euer Svenita.